Review-Zeit, Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zurück bei Dark Schnegge Reviews zu einer weiteren Masters of the Universe Origins Figuren-Review. Heute, ach, Teela, die Liebe meiner Kindheit, Teela ist am Start. Ich habe sie mir zugelegt. Ich war echt am Zittern, denn ich habe so Sachen gehört wie, ja, pass auf wegen den Kniegelenken. Ich weiß nicht, welche Version du kriegst, weil es gibt da wahrscheinlich zwei Versionen. Ne? Also es gab wohl eine Anfangsversion, wo die Knie wohl nicht so toll waren und ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Also verzeiht mir das, liebe Masters-Fans. Aber ich hoffe, dass ich dann auch wirklich eine gute Variation erwischt habe. Optisch sieht sie schon mal sehr gut aus. Ich habe zwar auch gesehen, dass ich einen kleinen Farbfehler habe, aber vom Gesicht her und alles bin ich schon mal sehr, sehr zufrieden. Das ist schon sehr nice. Auch wieder eine Figur, die ein kleines Update meiner Kindheitsfiguren war. Auch meine alte Teela finde ich einfach nicht mehr wieder. Und ich garantiere euch, ich werde irgendwo auf dem Dachboden eine kleine versteckte Kiste haben, wo sie alle noch drin sind. Wo alle drin sind, die ich irgendwie suche. Na, daher verzeiht mir das, wenn ich jetzt natürlich nicht das Original hier nochmal in die Kamera halten kann. Aber ich denke, es gibt auch genug Videos da draußen von anderen YouTube Kollegen, die das Ganze natürlich auch schon schön im Vergleich gezeigt haben. Grüße gehen an dieser Stelle auf jeden Fall raus. Teela kommt in der typischen Masters of the Universe Origins Verpackung mit Comic mit drin. Ich weiß gar nicht, welcher Comic da am Start ist. Ich glaube, den haben wir noch nicht gesehen. Ich bin mal gespannt. Teela übrigens hier schön in der klassischen Standarduniform mit ihrem Schlangenhelm und alles. Finde ich sehr faszinierend, muss ich sagen. Auf der Rückseite könnt ihr sie auch nochmal richtig cool in Action sehen in diesem Artwork. Da hat sie nämlich auch diese Schlangenuniform an und gibt dem guten Merman erstmal so richtig einen Hieb mit ihrem Schlangenstab. Sehr cool, gefällt mir. Hinten seht ihr auch noch King Randor und Marlena, die beide übrigens sehr grau und sehr alt aussehen. Das wundert mich. Also auch sehr interessant. Dann auf der linken Seite so ein bisschen halt die Features wieder der Figur. Wie gesagt, sie hat den Schlangenstab und auch ihren Schild mit dabei. Und auf der rechten Seite seht ihr natürlich noch Figuren, die ihr natürlich schon auch kriegen könnt. Ich denke mal, Teela wird aus der ersten Welle tatsächlich sogar sein. Ne? He-Man, Teela, Man-at-Arms, Skeletor, Evelyn und Beastman. Wen werde ich mir davon wohl noch zulegen? Also zumindest hier, Man-at-Arms und Beastman wären noch eine Variation, aber Evelyn möchte ich ja dann irgendwie auch mal haben. Und eigentlich habe ich viel zu wenig Bösewichte und es werden einfach viel zu viele. Aber lasst uns Teela erstmal auspacken. Ich bin jetzt mal sehr gespannt drauf, wie sie umgesetzt wurde. Der Mini-Comic, der mit dabei ist, hat leider ein bisschen gelitten, denn leider klebte er irgendwie in der Verpackung fest. Ich habe ihn leider ein bisschen eingerissen auf der Rückseite. Werdet ihr gleich sehen, das ärgert mich ein bisschen, weil den habe ich persönlich noch nicht in meiner Sammlung. Ihr seht schon, hier ist He-Man und er ist von einer Horde von Schattenbiestern hier umrungen. Im Hintergrund seht ihr halt Beastman und ich würde mal sagen, dass Beastman hier die Schattenbiester auf He-Man gejagt hat. Wir gucken mal rein. Da sehen wir unter anderem Snake Mountain. Oh, das haben sie auch schön angedeutet an das klassische Spielzeug mit Snake Mountain. Na, also da scheint Beastman irgendwie einen Befehl zu kriegen von Skeletor. Mich wundert es gerade, wir haben hier irgendwie eine Art Sprechblase. Ja, und dann sehen wir hier auf der Seite Prinz Adam. Na, und dann kommt Teela an und scheint ihn irgendwie erstmal in eine kleine Stammpauke zu halten. Was haben wir hier denn noch? Und da sehen wir schon Skeletor, Beastman und Beastman halt mit den Schattenbiestern. Und dann kommt es halt zum Kampf. Und ja, Prinz Adam verwandelt sich dann in He-Man und kämpft dann halt gegen die Schattenbiester und Beastman und verjagt sie dann halt auch. Na, und ja, Teela gibt dann halt noch Skeletor, glaube ich, hier noch ein. Nee, das ist He-Man. Mit dem Schattenbiest haut er hier ihn auch noch weg. Ihr seht schon, hier unten ist es eingerissen. es klebte fest in der Verpackung. Das hat mich leider sehr geärgert. Also ich hoffe, dass ich da nochmal eine Figur erwische, wo der Comic dann nochmal einigermaßen heile drin ist. Und auf der Rückseite wie immer nochmal die Variation an Figuren, die wir auch schon auf der Rückseite der Verpackung halt gesehen haben. Und da haben wir sie ausgepackt, die gute Teela. Und ja, sie sieht auf jeden Fall, finde ich persönlich, ich will jetzt niemanden auf den Schwanz treten, aber besser aus wie die Vintage-Version. Das ist schon wirklich niedlich gemacht, bin ich ganz ehrlich zu euch. Klassische Teela, klassisches Outfit mit dabei, sehr feine, sehr filigrane Figur. Na, das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut, schaut euch das an. Auch so von den Farben her und alles. So muss Teela aussehen. So gefällt sie mir. Wirklich ganz toll. Auch so mit dem Schlangenstab und alles. Da gehe ich gleich nochmal in die Details rein, weil das, finde ich, haben sie auch gut umgesetzt. Na, also sehr nice. Auch mit dem Schild und alles. Was will man mehr? Na, das ist eine schöne Verbesserung der Vintage-Teela, muss ich sagen. Also da bin ich echt zufrieden mit, was ich so auf den ersten Blick sehe. Was gleich die Gelenke in den Beinen anbelangt, da gucke ich da mal. Da müsst ihr mir dann in den Kommentaren aushelfen, welche Variation ich da dann halt erwischt habe. Ich weiß es halt nicht. Gehen wir erstmal aufs Gesicht ein und da muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden mit. Es sieht natürlich sehr fein und filigran aus. Ich habe da auch keine Probleme mit irgendwelchen Farbklecksen etc. Das haben die gut gemacht.
Kommen wir mal hier zu ihrer Schlangenuniform. Auch die sieht gut aus. Ich kann mich auch daran erinnern, die sieht wirklich fast genauso aus hier mit diesem Schlangenkopf, die ganzen Schuppen und alles. Ich weiß es jetzt nicht, auch da, ihr seid gerne eingeladen, in den Kommentaren was zu hinterlassen. War das bei der klassischen Figur auch, dass oben der Schlangenkopf offen war? Dass man so die Haare durchsieht? Ich meine nicht, oder? War es das? Ich kann mich daran ehrlich gesagt nicht erinnern. Aber wir wollen uns natürlich auch Teela mal ohne diese Uniform angucken. Und ihr seht schon, auf der Rückseite ist hier dieser kleine Nupsi. Den brauchen wir einfach nur ablösen. Und dann können wir das Ganze hier abmachen. Komm mal her. So, und da haben wir dann unsere Teela. Schaut mal. Also sie sieht auf jeden Fall schöner aus als die Vintage-Figur, finde ich jetzt persönlich. Na, auch hier so ein bisschen mit dieser Tiara oben auf dem Kopf und alles. Die Haare haben sie ganz cool gemacht. Also sehr, sehr schick. Na, und da seht ihr jetzt mal so ein bisschen den klassischen Look von Teela. Ne? So gefällt sie mir. Wirklich sehr gut gemacht. Und die gute Evelyn hat übrigens den gleichen Anzug an, nur halt in einer anderen Farbvariation. Ja, das war halt damals so. Das gefällt mir. Ja, ansonsten. Ihr seht das ja, haben sie es wirklich schön umgesetzt. Ach genau, jetzt haben wir hier das Ding. Hier sind jetzt mal die Beine von hinten, liebe Leute, liebe Masters-Fans. Habe ich jetzt die gute Variation erwischt? Weil ich finde, die Knie sind sehr dünn, sind sehr fein. Es sieht nicht schlimm aus oder sowas. Also ich denke mal, wenn ich Glück habe, habe ich jetzt die zweite Variation, weil das gefällt mir. Na, ich gucke mal gerade mit dem Bewegen und alles, ist es auch wirklich sehr, sehr gut. Es sieht jetzt nicht schlimm aus oder sowas. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Das könnt ihr mir alles gerne unten reinschreiben, aber es sieht vernünftig für mich aus. Na, auch von vorne kann man jetzt echt nicht meckern. Na, das ist okay. Ansonsten schauen wir noch mal ein bisschen weiter. Ich nehme jetzt genau den Schlangenstab und alles mal ein bisschen ab. Dann können wir hier mal ein bisschen genauer rangucken. Natürlich hier jetzt noch mal so ein bisschen ihre ganzen Bewaffnung, sage ich jetzt mal, ihre Sachen, von ihrer Uniform. Jetzt komme ich schon ans Stottern. Hier ist ein kleiner Farbfehler tatsächlich drin. Kriege ich das irgendwie ab? Ja, so ein bisschen. Ja, ganz vorsichtig. Na, auf der Seite, wie gesagt, habe ich in der Verpackung schon gesehen. Da ist auch ein bisschen rumgeschmattert, aber ich denke mal, das bleibt nicht aus. Im Großen und Ganzen sieht sie aber wirklich vernünftig aus. Na, auch unten nochmal die Stiefel und alles. Also, das ist schon mehr als okay. Wirklich mehr als okay. Jetzt gucke ich mir mal die Beweglichkeit an, weil die alte Teela war ja nun nicht wirklich großartig beweglich, glaube ich. Aber sie hatte, glaube ich, eine Hüftbeweglichkeit. Ich weiß das aber nicht mehr. Der Kopf sitzt auf dem Kugelgelenk. Ihr könnt ihr wirklich ganz normal bewegen, nach links und rechts. Das ist gut. Die Arme natürlich auch für die Origins-Figuren sehr gut nach außen beweglich. Dann ganz feine Ellbogen, die ihr natürlich aber auch hier nochmal bewegen könnt. Das geht auch. Genauso wie die Hände 360 Grad, drehbar und kippbar, auch da sehr fein das Ganze hier bei Teela. Und dann dürfte eigentlich auch hier die Oberkörperbeweglichkeit drin sein, seht ihr? Das ist auch mit dabei, das gefällt mir. Beine im Split, perfekt, oh mein Gott, perfekter Split bei Teela, auch nice, gefällt mir. Beine nach vorne, wenn wir jetzt vielleicht irgendwann mal auch ein Fahrzeug haben oder so, möchte ich ja natürlich auch mal da vielleicht Teela reinsetzen, wer weiß, es geht aber einigermaßen. Und diese neuen Knie lassen sich auch ganz gut bewegen. Na, also da habe ich auch kein Problem. Und ihr könnt das Bein wahrscheinlich auch noch so bewegen. Also ich weiß es nicht. Ich persönlich bin zufrieden mit den Knien. Das ist wirklich mehr als okay. Na, wie gesagt, schreibt es unten rein. Dann haben wir hier noch die Fußbeweglichkeit. Ist hier eine Separation im Stiefel? Nee, ist keine, oder? Doch, Stiefel ist auch separiert. Seht ihr das? Das finde ich gut. Also Füße, vorne, hinten, alles gut. Ankle Pivot, alles drin. Eine sehr gut bewegliche kleine Teela-Figur. Das gefällt mir soweit. Schön gemacht. Gucken wir uns noch mal eben schnell den Schlangenstab an. Ich glaube, den habe ich sogar noch irgendwo liegen. Den habe ich letztens noch gesehen. Hätte ich eigentlich mal mit ins Video nehmen können, oder? Finde ich persönlich gut gemacht, muss ich sagen. Auch wenn wir jetzt mal hier gucken, noch mal so ein bisschen diese Schlangenschuppen und alles hier dran. Das sieht sehr nice aus. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht so die Ahnung davon, warum Teela jetzt so eine Schlangenuniform trägt. Weil normalerweise ist es ja auch eher, dass die Goddess, also auch Teela halt, die war noch in grün, halt diese ganzen Schlangensachen anhatte. Warum jetzt die normale Teela das hatte, ich denke mal, weil das dann halt einfach nochmal umgeändert wurde. Ne? Aber es sieht gut aus. Das gefällt mir soweit. Genauso wie der Schild, den habe ich jetzt mal hier. Auch da mit diesen ganzen Ornamenten drauf und alles, das haben sie auch nice gemacht. Und ich finde es auch cool, dass sie den dann ganz normal hier halt in der Hand packen kann, ne, zum Festhalten. Aber passt ein bisschen auf mit diesen feinen Fingerchen da. Die sind schon sehr filigran. Ne, also, ja, es ist schon lustig. Ich denke mal, aus heutiger Sicht ein bisschen vielleicht kompliziert für die Leute, die jetzt mit He-Man gar nichts anfangen können, sieht die Figur vielleicht ein bisschen seltsam aus. Aber ich muss sagen, Nostalgie-Feeling ist hier schon am Start. Wenn man jetzt mal den Vergleich zu der Vintage-Figur hatte, die man als Kind besessen hatte, finde ich das schon wirklich sehr gut hier. Also, das gefällt mir schon. Schön gemacht. Ist irgendwie die Frage, wie stelle ich sie hin? Komplett hier einfach klassisch hier mit der Schlangenuniform. Ich packe sie jetzt hier nochmal rauf.
genau da oben eingehakt und so sieht das Ganze dann halt aus. Na, also es ist wirklich sehr interessant, diese Figur zu sehen und ich bin froh, dass ich es in der Sammlung habe. Also schöne Figuren mittlerweile. Wie gesagt, es werden immer mehr. Oh Mann. Tja, und das ist alles, was ich euch zu Teela zeigen kann. Hier nochmal der Minicomic am Start. Wie macht ihr das eigentlich mit den Minicomics? Packt ihr die irgendwie separat hin, wenn ihr die jetzt irgendwie außerhalb der Verpackung sammelt? Ne? Habt ihr da einen kleinen Ordner vielleicht sogar? Ich überlege das tatsächlich. Also die sind eigentlich viel zu schade, um sie dann irgendwie irgendwo rumfliegen zu lassen. Schöne Figur. Ne? Für mich persönlich gehört Teela auch in die Masters-Sammlung. Sie gehört einfach mit dazu und ich finde es auch schön umgesetzt. Mir gefällt sie. Eure Meinung, wie immer, dann natürlich unten in die Kommentare rein. Ich bin raus. Wir sehen uns, wenn ihr möchtet, in der nächsten Review gerne wieder. Also macht's gut, bis denne dann und natürlich reingehauen.